Ich habe einen Mann gefunden von Milena Moser. Ich habe einen Mann gefunden. Nicht, dass ich einen gesucht hätte. Ich habe ihn einfach gefunden, wie ich fast täglich etwas finde. Knöpfe, Münzen, verbogene Schlüssel, Spielfiguren, bekritzelte Papierschnipsel, Murmeln, bunte Scherben, zerzauste Dartpfeile, Federn, einmal sogar einen synthetischen Rubin, den ich im Dunkeln für ein Stück Glas gehalten hatte, und dann eben eines Tages diesen Mann. Das war, soweit ich mich erinnere, an einem Sonntag. Es muss ein Sonntag gewesen sein, weil ich sonntags immer früh aufstehe, als Einzige im Haus. Ich gehe zwar nicht in die Kirche, aber ich tue immerhin so. Ich ziehe mich ordentlich an, weiße Bluse mit gewaltigem Kragen, dunkler Rock, Strickjacke und natürlich, wichtig, kleiner Hut und Handschuhe. Ich klemme mir meine große Tasche unter den Arm, die ich immer dabei habe, um meine Funde darin zu verstauen, und verlasse das Haus wie eine ehrbare, ältliche Jungfer, was ich auch bin. Oder etwa nicht? An diesem Sonntag jedenfalls kam ich nicht weit. Ich wohne im Erdgeschoss. Zu meiner Wohnung gehört ein winziger, staubiger Garten, um den ich mich aber nie kümmere, nicht einmal zum Schein. Der Schuh fiel mir sofort auf. Er lag unter einem struppigen Strauch direkt an der Hausmauer. Ein Schuh, dachte ich, wie interessant. Einen Schuh habe ich noch nie gefunden. Neugierig trat ich näher. Der Schuh sah nicht schlecht aus, schwarz und spitz, wie die Herrenschuhe früher aussahen, und sauber geputzt. Erst als ich mich über meinen Fund beugte, sah ich, dass ein Fuß in dem Schuh steckte und überhaupt der ganze Besitzer dieses Schuhs und auch das Gegenstück in meinem Garten lag. Ein wenig ratlos ließ ich den Verschluss meiner Tasche zuschnappen. Was sollte ich jetzt tun? In die Tasche stecken, wie ich das bei einem einzelnen herrenlosen Schuh getan hätte, konnte ich ihn ganz offensichtlich nicht. Um ehrlich zu sein, fühlte ich eine unbestimmte Enttäuschung in mir aufsteigen. So ein wunderbarer Fund und so selten heutzutage, nach dem, was man so hört. Ich bückte mich und sah ihn etwas genauer an. Es war ein jüngeres, gut erhaltenes Exemplar und nur leicht beschädigt. Meine Nase sagte mir, dass es sich höchstens um eine mittlere Alkoholvergiftung handeln konnte. Ganz unerfahren bin ich nun doch nicht. Die Enttäuschung wandelte sich zu Trotz. Mutwillig griff ich nach den Knöcheln des Mannes und zerrte daran. Und siehe, er bewegte sich. Ächzend, keuchend und betend schleifte ich den Mann zur Haustür. Dort blieb ich einen Moment stehen, um zu verschnaufen. Mit dem Handrücken strich ich mir die Haare aus der Stirn. Zum Glück bin ich ziemlich kräftig, was seine guten Gründe hat, auf die ich aber nicht weiter eingehen möchte. Ich öffnete die Haustür und blockierte sie. Zur Sicherheit lauschte ich mit einem Ohr in den Flur hinein, aber wie erwartet schlief alles noch. Der frühe Vogel findet den. Wie ging das noch? Jedenfalls schien mir das passend, der frühe Vogel. Ich unterdrückte ein Kichern, dann gab ich mir einen kleinen Ruck und fasste den Mann diesmal an seinen Handgelenken, um ihn rückwärts bis zu meiner Wohnung zu schleppen. Irgendwie fühlte ich mich nicht ganz sicher dabei. Es ist ungleich persönlicher, jemanden an den Händen zu fassen als an den Füßen, vor allem wenn er Socken trägt. Der Mann wurde mit jeder Sekunde schwerer, aber wie gesagt, ich bin ziemlich kräftig. Und nicht nur das, sondern auch ziemlich stur. Und schließlich hatte ich es geschafft. Mit einem Fußtritt schlug ich die Wohnungstür zu, dann ließ ich mich erschöpft auf den Teppich sinken. Eine Weile lang hörte ich mir selbst beim Atmen zu, dann hörte ich plötzlich ein leises Stöhnen, das eindeutig nicht aus meinem Mund kam und fuhr auf. Mein Herz hämmerte wie irr gegen meine Rippen. Mein Gott, heiliger Jesus! Heitschi-bum-baitschi, da lag ich auf dem Teppich mit einem wildfremden und offensichtlich betrunkenen Mann, der erst noch vor sich hinstöhnte. Wenn das? Mit einer Hand presste ich meinen Busen, um das Herz, das dahinter lag, zu beruhigen. Ruhig, ruhig, sagte ich mir. Erstens sieht dich niemand, zweitens ist er bewusstlos und drittens hast du ihn gefunden. Er gehört dir, ganz wie der andere Krimskrams im Sekretär. Den Rubin hast du schließlich auch behalten, und der war ungleich wertvoller. So.
Und wie, um mir meine Gelassenheit zu beweisen, ging ich langsam in die Knie, um den Mann einer genauen Untersuchung zu unterziehen. Er roch ziemlich unappetitlich und unwillkürlich rümpfte ich die Nase. Seine Kleidung war relativ sauber, beziehungsweise sie war es gewesen, bevor ich ihn durch den Garten geschleift hatte. Und einfach. Sein Körper war gedrungen. Er hatte halblanges, etwas zottiges, braunes Haar und einen dicken Schnurrbart. Ebenso ein etwas ordinärer Typ Mann, der mir im Allgemeinen nicht gerade angenehm ist. Aber bei einer Fundsache ist das etwas anderes. Das sucht man ja sich nicht aus, oder? Wer sucht, der findet. Wer sucht, der findet. Das sagt man doch so, oder? Aber auf mich trifft das nicht zu. Ich habe noch nie ernsthaft nach irgendetwas gesucht und schon so viele wunderbare Dinge gefunden. Und ausgerechnet einen Mann zu suchen, wäre mir schon gar nicht in den Sinn gekommen. Beruhige dich! Mit gerunzelter Stirn setzte ich meine Untersuchung fort, unbestimmt verärgert über mich selbst. Ich benahm mich ja wirklich wie die Karikatur einer alten Jungfer. Was ist schon ein Mann? Nichts. Na also, mit ruhiger Hand und ohne auch nur ein bisschen zu zittern, knöpfte ich sein Hemd auf. Sein Herz schien noch zu schlagen, jedenfalls hörte ich so etwas, als ich mein Ohr auf seine Brust legte. Seine Brust war, wie erwartet, sehr behaart. Wie erwartet? Nein, nun, das ist wohl etwas übertrieben. Behaarte Brust, das ist so ein Ausdruck, den man häufig liest, aber unter dem man sich nichts Rechtes vorstellen kann. Mir jedenfalls ging es so, und so war ich gegen meinen Willen fast ein wenig beeindruckt. Von den Haaren ging ein scharfer Geruch aus, aber ich war beruhigt, dass er noch lebte. Ich klopfte ihm wohlwollend mit der flachen Hand auf den Bauch. Er bewegte sich leicht und gab auch einen Laut von sich, ohne aber das Bewusstsein wiederzuerlangen. Ich löste seinen Gürtel. Das erwies sich als gar nicht so einfach. Mit Herrengürteln verhält es sich nämlich so, dass sie in die umgekehrte Richtung geschnallt werden als die Damengürtel. Ich mühte mich ungeschickt und zugegebenermaßen auch etwas nervös ab. Dabei fühlte ich, wie sich meine Frisur auflöste. Aber darum konnte ich mich jetzt nicht auch noch kümmern. Schließlich gab der Gürtel nach und ich zog den Reißverschluss hinunter. Das hingegen war einfach. Scharf zog ich die Luft ein und hielt den Atem an. Mein Gott, so etwas hatte ich noch nie gesehen. Der Mann trug gelbe Unterhosen mit kleinen roten Flugzeugen drauf. Ich hatte überhaupt nicht gewusst, ja, ich hätte mir nicht einmal träumen lassen, dass es so etwas gibt. Ich presste meine Lippen aufeinander und beugte mich etwas tiefer. Meine Augen sind nicht die besten. Flugzeuge, tatsächlich! Ich schüttelte ungläubig den Kopf. Zudem waren die Unterhosen irgendwie beschichtet, sodass sie wie Badehosen schimmerten und ziemlich knapp bemessen. Prüfend schob ich den Zeigefinger unter den Bund und ließ das Gummiband ein paar Mal schnappen. Wirklich? Unentschieden kaute ich auf meiner Lippe herum. Dann gab ich mir einen Ruck und riss gleichzeitig am Elastik. Im nächsten Moment lag ich flach auf dem Rücken, als ob mich jemand gestoßen hätte. Es hatte mich jemand gestoßen. Verwirrt richtete ich mich auf und stützte mich auf meinen Ellbogen. Der Mann war offensichtlich zu sich gekommen. Man könnte sagen, der Moment sei ungünstig gewesen. Noch unsicher und schwankend stand er da und versuchte, wieder in seine Kleider zu kommen. Seine Haare standen jetzt vom Kopf ab, als ob er verzweifelt daran gezerrt hätte. Seine Augen waren starr und glasig. Etwas ungläubige Panik lag in ihnen. Mit fliegenden Händen knöpfte er sein Hemd zu, das übrigens auch gelb war. Jetzt war mir auch klar, dass er das abgestimmt hatte. Bei dem Gedanken musste ich leise prusten. Der Blick, den er mir zuwarf, ließ mich sofort wieder verstummen. Ich glaube es nicht, murmelte er. Ich glaube es einfach nicht. Dann war er weg. Mit leisem Bedauern stand ich auf und schloss die Wohnungstür ab, die der Mann beim Gehen offen gelassen hatte. An diesem Tag ging ich nicht mehr aus. Seither habe ich natürlich alle möglichen Funde gemacht. Auch ein paar interessante Dinge waren darunter. Ein Plastikskelett zum Beispiel, das man als Schlüsselanhänger gebrauchen kann. Aber war bei weitem nichts so Interessantes wie damals dieser Mann.